das uns dankenswerterweise die Schatzkapelle in Schlüchtern zur Verfügung gestellt hat. Weil natürlich wir in der Redaktion jetzt nicht solche Notensätze rumliegen haben. Das Stück heißt Am Mügeler Sound, eine gemütliche Polka von Hannes Huggemoos, im Arrangement von Alexander Pflüger. Oder Pflüger heißt er, Pflüger. Ich weiß nicht, hat es jemand schon mal von euch gesehen? Kennt es jemand? Alle schütteln den Kopf. Kann ja sein, in einem langen Musikerleben kommt einem viele Stücke natürlich schon mal unter und da kann es durchaus sein, dass sie es kennen, aber offensichtlich kennen sie es nicht. Der Herr Dorn verteilt jetzt, sie haben das ein bisschen sortiert nach den Instrumentengruppen, dass jeder da das richtige Papier auf den Notenständer bekommt. Und dann, die ersten gucken sich schon an, rufen sich ein. Die Wette ist halt, das einigermaßen hinzukriegen, vom Platz zu spielen, ohne Probe. Und wenn wir sagen, als Jury hier, als Gesamtjury, sage ich dann mal, sind wir da alle. Wenn wir sagen, das hat sich ganz ordentlich angehört, dafür, dass das vorher noch nie geprobt hat oder gespielt hat, dann ist dieser Teil der Wette dann auch gewonnen. Der Herr Dorn gibt mir dann das Zeichen, sobald ihr, klar, wir gehen mal zwei, drei Minuten jetzt noch extra zwischendurch, damit Sie sich kurz anfreunden können, mal die Notenlinien durchlesen sozusagen können, damit Sie wissen, was da auf Sie zukommt. Und wenn es losgeht, geht's los. Wir kennen es tatsächlich nicht. Keine Ahnung, ich habe es noch nie gehört. Den Arrangement kenne ich, aber das Stück an sich kennen wir nicht. Wir sind sehr gespannt. Warum nicht, ne? Machen wir einfach. Da
Also dafür, dass sie zum ersten Mal gespielt haben, großartig. Also muss man sagen. Ich wusste, man hat zwar gehört, dass einiges nicht so ganz sauber läuft, ist ja klar. Aber da gibt es andere Orchester, wo beim ersten Mal es ganz anders klingt oder eigentlich gar nicht klingt. Also das ist wirklich für das erste Mal Respekt, klasse gemacht, kann man so sagen. Gell? Das heißt, kommen wir zu einem weniger, nicht so erfreulichen Teil dieser Wette. Das heißt, dass ihr offensichtlich die kritisch erreichten die Wette irgendwie so vielleicht doch verloren haben. Und die strahlenden Wettsieger im Musikverein 1921, der Münster. Bravo, Röhl. Und das Geld ist gut aufgehoben in so einem Verein, in der Jugendarbeit, in der Vereinsarbeit an sich. Das habt ihr euch redlich verdient und wir wissen, dass es da in die richtigen Hände kommt. Jetzt